Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dougie LP. Genau, zu Folge 998 muss man ja auch nochmal am Anfang der Folge dazu erwähnen, weil es jetzt die vorletzte Folge vor dem großen Staffelfinale ist. Und zwar nicht nur vor dem großen Staffelfinale, Leute, sondern zum aufwendigsten und krassesten Video, welches ihr jemals auf meinem Kanal gesehen habt. Und ich glaube, das wird es auch werden. Aber ich will ja jetzt nicht wieder in LBH 1000 Fangirl-Attacken aus oder abdriften, sondern ich würde gerne heute mit euch etwas Produktives schaffen. Und ihr seht's, ich befinde mich hier aktuell im vierten Innenhof und würde natürlich auch heute gerne hier an dieser Stelle weiterbauen. Aber ihr fragt euch schon zu Recht, Moment mal Daniel, was willst du denn bauen? Und ja, das erkläre ich euch kurz, Leute, denn ich habe gesehen, dass wir ja immer noch diesen Brunnen hier, machen müssen und wir haben ja noch die Aufgabe von letzter Folge, die ich erwähnt habe, und zwar dieses Stückchen hier, wo ich mich jetzt auch ein bisschen schlauer gemacht habe und, das sind so die beiden Aufgaben, die ich in dieser Folge anpacken möchte und ich lade euch natürlich wie immer gerne dazu ein, mir heute Gesellschaft dabei zu leisten. Aber zuallererst einmal Zeitumkehre, ahoi! So, wunderbar. Und wir gehen mal gerade ganz kurz in unsere Base, weil da brauchen wir ein paar Sachen. Und in der Zeit, wo ich das dann mache, würde ich euch jetzt zwar theoretisch den Kommentar einblenden, aber ich habe euch ja letzte Folge schon gesagt, dass es in diesen letzten drei Folgen, also mit der letzten mitgerechnet, keine Themen mehr gibt. Und deswegen habe ich mir heute ein anderes Thema rausgesucht, was aber wahrscheinlich den ein oder anderen jetzt auch sehr interessieren dürfte, denke ich jetzt einfach mal. Ob das stimmt, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich bin sehr gespannt und ich erkläre es euch, Leute. Ich würde nämlich heute mal gerne näher auf Let's Build Azkaban eingehen, damit ihr mal so genau wisst, was ich mir da vorgestellt habe, was ich geplant habe und natürlich auch, damit ihr eure Meinung unter einer Folge direkt runterschreiben könnt, und zwar unter dieser hier, Leute. Schreibt mir also gerne eure Meinung zu all dem, was ich jetzt gleich erzählen werde, rein, und ja, bin ich sehr gespannt drauf. So, ich bin gerade am Überlegen, also wir brauchen normale Steine, die habe ich. Wir brauchen Treppen, die habe ich. Wir brauchen Half-Slabs, von denen habe ich ein paar, aber ich habe auch ein Crafting-Table, da können wir mehr machen. Wir brauchen einen Wassereimer für den Brunnen, logischerweise. Den habe ich auch. Und ansonsten eigentlich nix. Ich glaube, ich habe alles. Mauern haben wir auch. Ja. Ja, Leute, ich hoffe einfach mal, dass das reicht. Wenn es nicht reicht, müssen wir halt nochmal zurückkehren. Ihr kennt ja das Prozedere. Und ja, dann lasst uns mal unser Glück versuchen. Zu Let's Build Azkaban. Ich versuche jetzt einfach mal direkt aufs Thema zu sprechen zu kommen, weil sonst komme ich hier überhaupt nicht mehr voran und ich bin ein bisschen durch den Wind, Leute. Weil, diese letzten Folgen aufzunehmen ist irgendwie seltsam. Es fühlt sich so... Es fühlt sich komisch an. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es fühlt sich komisch an, hier die letzten Folgen vor LBH 1000 aufzunehmen und zu wissen, dass es dann mit LBH 1000 weitergeht. Das ist ganz komisch, aber ja, ich versuche einigermaßen gefasst rüberzukommen, Leute. Sollte mir das mal nicht gelingen, dann wisst ihr zumindest, warum es nicht gelingt, ne? So, Let's Build Azkaban. Was habe ich mir da genau vorgestellt? Wie wird das genau ablaufen? Letzte Folge hatte ich ja schon so ein bisschen was darüber erzählt. Und zwar eben, dass Let's Build Azkaban so ein bisschen anfangen wird wie die ganz alten LBH-Folgen. Also das heißt, wir werden auf dieser Map das Ganze hier bauen. Also LBA wird genau wie LBH auf derselben Map gebaut, sodass man später halt von Hogwarts Richtung Azkaban fliegen könnte, wenn man wollte. Und natürlich gehört das ja auch irgendwie zusammen. Also es ist ja ein großes Fandom und deswegen müssen die beiden riesigen Gebäude natürlich auch zusammengebaut werden. Wäre ja auch irgendwie komisch, wenn dem nicht so wäre. Und ja, deswegen werde ich das auch so machen und jetzt muss ich nochmal kurz cutten, Leute, denn ihr kennt das ja und da werde ich mich wahrscheinlich nie drin bessern. Reden und bauen gleichzeitig ist für den guten kleinen Dougy nicht immer so leicht, deswegen habt mal bitte kurz Mitleid, Leute. So. Da waren es jetzt gerade 5. Wir müssen jetzt nämlich gerade mal den Brunnenumkreis ausrechnen. Und das wird ein etwas größerer Brunnen. Kann ich euch jetzt mal direkt an dieser Stelle sagen. Und ich glaube, ich muss den auch direkt schon verschieben, Leute. Ja, wir müssen den direkt schon ein bisschen verschieben. Wenn wir die Grundkonstruktion fertig haben, dann ist es auch einfacher. Aber die größten Dimensionen abzumessen, das ist so mit einer der schwersten Aufgaben dieses Brunnens.
So, hier wären es noch zwei da. Ja, jetzt hat der Brunnen einen symmetrischen Abstand und liegt direkt in der Mitte. Ist dem so? Dem ist so. Wundervoll. Und ja, da hoffe ich einfach mal, dass das jetzt hier so von der Größe reicht. Wir suchen uns jetzt hier den Mittelpunkt und setzen in den Mittelpunkt 3 nach oben. Ich habe mir nämlich schon vorher ein paar Gedanken gemacht. Wenn ihr das aber am Ende nicht gut findet, Leute, dann steht euch natürlich frei, das in die Kommentare zu schreiben. Sollte aber klar sein, dass das hier eine vorübergehende Lösung ist und ich das dann erst in der nächsten Staffel umändern kann. Aber sollte, denke ich, einleuchtend sein. So, jetzt machen wir hier nochmal kurz so ein kleines Podest, weil das soll ein Springbrunnen werden, Leute. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Springbrunnen in LBH. Das wird toll, Leute, das wird richtig voll toll. So, jetzt machen wir hier nochmal kurz sowas drum. So, und dann setzen wir hier so Steine drauf. Genau, und dann müssten wir jetzt eigentlich nur noch da oben Wasser runterlaufen lassen. Zumindest theoretisch. Ich weiß, dass ich irgendwo noch was falsch gemacht habe. Frag mich aber bitte gerade nicht was. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Jetzt mache ich hier noch kurz so ein bisschen was an Verschönerungen rein und dann sollte das eigentlich passen. Zumindest vorübergehenderweise. Und ja, wenn ihr das nicht so gut findet, Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Es ist eine Übergangslösung, einfach weil ich nicht dieses komische andere Teil da stehen haben wollte für LBH 1000. So, LBA wird, wie gerade vorhin schon erwähnt, eben auf der gleichen Map stattfinden. Und ich habe auch schon letzte Folge gesagt, dass ich definitiv keine Sachen von LBH mit rübernehmen werde. Das heißt, ich werde alles neu farmen, ich werde das allererste Crafting Table eben auch vor Ort bauen, ich werde mir eine neue Base bauen, wir werden nicht immer zur LBH Base rüberfliegen, sondern wir werden eine eigene für LBA bauen und Leute, sorry, dass ich mal kurz cutten muss, aber ich finde den irgendwie schon relativ sexy. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde den irgendwie schön. Ich hoffe, ihr auch. Wow. Ja, ich lasse den erstmal, Leute. Wenn ihr den nicht schön findet, seid ehrlich, schreibt es in die Kommentare, dann ändere ich ihn nochmal. Wenn ihr ihn schön findet, dann lassen wir ihn halt so. Ne? Ihr seid die Entscheider der ganzen Sache. Wie immer eigentlich. So, Erde habe ich dabei, wundervoll. Und ja, genau, und dann werden wir gemeinsam in LBA erstmal die ganzen Anfangsgeschichten durcharbeiten. Das heißt, wir brauchen natürlich erstmal Eisen. Weil wir müssen natürlich auch erstmal vernünftige Werkzeuge haben. Dann brauchen wir natürlich ohne Ende Stein. Wir müssen uns genau überlegen, aus welchen Rohstoffen bauen wir Azkaban. Damit es natürlich auch funktioniert im Survival Mode. Weil, ja, es ist natürlich auch so, dass wir eingeschränkte Ressourcenmöglichkeiten haben. Hier in LBH hat sich das zum Beispiel am meisten darin gezeigt, dass wir halt als Dach Netherziegel benutzen mussten. Und kein Obsidian zum Beispiel. Und ja, so müssen wir natürlich auch in Let's Build Azkaban vorgehen, dass wir gucken, okay, geht das jetzt oder geht das eben nicht? Und das wird wahrscheinlich auch eine mega, mega spannende Geschichte, weil, upsala, was mache ich jetzt hier gerade? Ich bin ein bisschen blöd, Leute. Ah, so. Ich wollte eigentlich da nur einen Weg durchbauen. Ja, das kann ich ja wohl so ein bisschen knicken, Daniel. Also, das war jetzt nicht so clever. Wartet mal, Leute. Wartet mal. Ich nehme mal die hier weg, so. Den tun wir nochmal dahin. Und dann zack, zack. Der kommt auch weg. So. Aber ich würde natürlich gerne hier irgendwie die Möglichkeit bieten, dass die Leute an dem Brunnen vorbeilaufen können. Jetzt gerade führt jeder Weg zum Brunnen und die laufen ja nicht durch den Brunnen oder die laufen ja nicht hier hin und dann wieder den gleichen Weg zurück. Und, ne, über die Wiese laufen ist ja auch nicht immer die beste Alternative. Ja, da muss ich mir mal gerade was überlegen, Leute. Da muss sich der Daniel mal gerade was überlegen. Ja, ich würde gerne wie letztens auch schon hier gerne wieder so einen Rundbogen reinzimmern. Ob das klappt, ich weiß es noch nicht so genau, aber so könnte ich es mir vorstellen. Wie wäre das denn, wenn wir das überall so machen? Wir probieren einfach mal, Leute. Wir probieren einfach mal. Kann ja nur hässlich aussehen. Oder eben schön, ne? Oder eben schön. Das ist beides möglich. Baue ich das gerade richtig? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier gerade irgendwas ganz, ganz falsch mache. Aber ich weiß nicht so genau was, deswegen, egal erstmal. Ja.
So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg und das kommt weg. So, jetzt gucken wir nochmal kurz von oben, weil von oben kann man immer am besten sehen, ob es symmetrisch ist. Und ja, Leute, es ist symmetrisch und es gefällt mir irgendwie verdammt gut. Besser, als ich es erwartet habe. Wow. Ja, dann nehme ich nochmal die Erde hier raus, dann kommt hier auch Kies rein, Leute. Und dann würde ich sagen, lassen wir den Brunnen erstmal Brunnen sein und ihr entscheidet wieder in den Kommentaren darüber, Leute. Aber für LBH 1000 finde ich die Idee hier gar nicht so so scheiße. Ja. LBA, um da vielleicht auch nochmal was zu sagen, wird natürlich in der Zeit, also zwischen dem 14. April, am 14. April, das ist ja ein Sonntag, wo ja eigentlich LBH 1000 stattgefunden hätte. LBH 1000 kommt ja jetzt nicht am 14. April, also an dem Sonntag, sondern am 5. Mai um 20 Uhr, also 3 Wochen später, weil wir aus Qualitätsgründen das Ganze verschieben mussten. Und deswegen wird LBA die allererste Folge am 14. April um 14 Uhr bekommen. Und, genau, das heißt, der Rhythmus wird auch erstmal beibehalten. Es wird auch so sein, dass LBA immer im gleichen Zeitrhythmus kommt wie LBH. Also quasi wird LBA nur LBH ersetzen über diesen Zeitraum. Und dann, wenn LBH 1000 stattgefunden hat, am 5. Mai, dann muss ich mir überlegen, okay, wie mache ich jetzt LBA weiter? Weil natürlich LBH und LBA gleichzeitig sich ein bisschen beißt. Und da war ich dann im Überlegen, machen wir es so, dass wir vielleicht sagen, 2 Folgen LBA und 2 Folgen LBH pro Woche. Oder sagen wir, okay, LBA ist irgendwie ein bisschen mehr special und das bringen wir dann halt ein bisschen seltener. Vielleicht nur einmal die Woche irgendwie, zum Beispiel samstags um 16 Uhr. Nee, da kommt ja schon das Hackenformat. Am Donnerstag zum Beispiel wäre ein toller Tag. Weil beim Donnerstag, da fehlt mir momentan so ein bisschen ein 16 Uhr Format. Und das wäre natürlich mit LBA ziemlich geil besetzt. Aber die Frage ist, ist das sinnvoll, ein Format, was so lange gehen wird und was so viel Input bietet und alles, dass man das nur einmal die Woche bringt? Ich glaube ja persönlich nicht so wirklich und deswegen bin ich mir da auch noch nicht ganz so sicher. Aber 2 Minecraft-Formate mit ähnlichem Stil gleichzeitig zu bringen, ist halt auch schwierig. Deswegen, Leute, habe ich diese Folge jetzt hier auch an dieser Stelle gebracht, weil ich eure Meinung mal erfragen wollte. Wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr lieber das Ganze neben, also zeitgleich haben? Also, dass eben 2 Folgen LBA und 2 Folgen LBH pro Woche kommen? Oder lieber nur eine Folge LBA pro Woche? Oder wie genau würdet ihr euch das am besten vorstellen können? Schreibt mir das unbedingt gerne mal in die Kommentare, weil abhängig von diesen, von euren Kommentaren, würde ich das dann entscheiden, weil ich, ja, bin da auf jeden Fall sehr gespannt, ob ihr da das Ganze ähnlich seht oder ob ihr da eine komplett andere Meinung habt. So, Leute, der Brunnen ist soweit fertig, den würde ich jetzt tatsächlich erstmal so lassen. Und Leute, ich finde den gar nicht so misslungen, ehrlich gesagt. Ist natürlich ein sehr großer Brunnen, sehr markant, aber er passt in diesen Innenhof ziemlich gut und es ist schön und, ja, gefällt mir, Leute. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Wow. Okay, den lassen wir so, aber, ne, wenn ihr da was gegen habt, dann sagt es einfach. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie machen wir genau hiermit weiter? Und da muss ich sagen, wir sind gezwungen, leider, eigene Interpretationen umzusetzen. Denn normalerweise wäre dieses Gebäude niedriger als dieses Gebäude. Und im Original würden die sich gar nicht treffen. Also zumindest nicht auf Dachhöhe. Und ja, deswegen muss ich selber improvisieren. Ich muss mir also selber überlegen, mache ich jetzt hier die Grenze, schneide das hier gerade ab und ja, mache das hier nicht mit so einem Übergang oder ich mache das eben mit einem Übergang. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe mich für den Übergang entschieden. Ja, weil ich denke, das sieht am Ende so besser aus und hoffe, das seht ihr auch so. Aber ich ziehe das jetzt erstmal so durch und wie immer, Leute, ne, ich wiederhole mich manchmal wie so eine Parkuhr, ne, wie so ein Papagei. Aber ich will das halt einfach ganz oft betonen, weil es mir wichtig ist. Ja, was ich sagen wollte, wenn ihr was dagegen habt, schreibt's in die, na, genau, in die Kommentare. Ganz genau, absolut richtig. So. Wir ziehen jetzt erstmal hier die Steinuntermauer durch und gucken mal, wie weit wir damit kommen, weil wir müssen natürlich das Dach darunter auch nachher abbauen. Ist ja auch unnötig, wenn wir das lassen, weil man sieht's nicht und es hat keine Daseinsberechtigung und wir brauchen Ersatzziegel für andere Bereiche. Also warum hier belassen? Deswegen, aber gucken wir mal, wie weit wir jetzt überhaupt hier kommen, ne? Also das Dach wird mit dem anderen jetzt zerschmelzen. Das wird am Ende auch eigentlich ganz geil aussehen. Weil es halt gekonnt aussieht irgendwie, ohne jetzt abgehoben zu klingen. Aber ihr wisst ja, was ich meine, hoffentlich.
Und ja, deswegen denke ich schon, dass das nicht die schlechteste Idee ist, auch wenn es natürlich nicht originalgetreu ist, Leute. Es ist nicht originalgetreu. So, das hätten wir. Reden kann ich auch nicht mehr. Und jetzt gucken wir mal gerade eben, ob wir noch ein paar, Nethersteine haben, weil darauf kommt es jetzt auf jeden Fall an, denn sonst können wir kein Dach draufsetzen ohne Nethersteine. Ist einleuchtend, ne? Ja, dachte ich mir. Ja. Zu LBA. Ich bin da gerade am Überlegen, ob ich noch irgendwas erzählen wollte, was ich bis dato vergessen habe. Aber die wichtigsten Sachen sind, glaube ich, erzählt worden. Also, im Grunde müsst ihr euch das Ganze als neues Format vorstellen, was halt in derselben Welt wie LBH stattfindet, also auf derselben Map, aber eben vom Aufbau her sich an die ganz, ganz alten LBH-Folgen orientiert. Wir werden alles von neu anfangen, alle Fortschritte, die wir in LBH haben, werden für LBA absolut irrelevant sein. Sie werden absolut überhaupt gar keinen Unterschied machen und ja, alles wird neu von uns gefarmt. Jeder Fortschritt muss neu erreicht werden, weil das macht in meinen Augen auch nur am meisten Sinn, weil wenn wir alles übernehmen würden, dann wäre irgendwie das Ganze nicht so, also ich weiß nicht, mir würde es nicht so gefallen und vor allem muss man ja auch sagen, wir brauchen die Rohstoffe ja für Let's Build Hogwarts. Es ist ja nicht so, dass wir fertig sind oder so, sondern da kommen ja safe noch über 1000 Folgen und ja, diese Zeit ist lang und wir brauchen Ressourcen dafür und was bringt es jetzt, diese nach Azkaban zu schiffen und dann dort weiterzubauen, wenn wir doch die Sachen eh dort abbauen könnten. Also ich freue mich sehr auf dieses Retro-Format, weil es so ein bisschen Back to the Roots im LBH-Style ist, also wieder so diese alten Geschehnisse, ey, wir müssen uns die Sachen farmen, ey, wir müssen uns eine neue Spitzhacke craften, ey, wir müssen Lava gewinnen, damit wir einen Lavabrunnen haben, wir müssen Wasserbrunnen craften, wir müssen Felder ansetzen, weil natürlich müssen wir auch irgendwie da essenstechnisch klarkommen, wir müssen vielleicht wieder eine neue Kuhfarm machen, wir müssen uns die Schmelzöfen neu bauen, all diese Sachen, Leute, und das wird einfach nur ein mega geiles Erlebnis und ich glaube, vor allem könnte es für die Leute interessant werden, die sich jetzt so ein bisschen darüber geärgert haben, vielleicht, ja, dass sie LBH nicht so wirklich von Anfang an gucken konnten, aber jetzt mit LBA hätten sie die Möglichkeit eben, bei diesem Format, was ja auch sehr lange gehen wird, nicht so lange wie LBH, aber auch sehr lange, dass sie da eben von Anfang an dabei sein können und quasi den Fortschritt live mitverfolgen können. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr cooler Aspekt dieses Formats und warum es auch so cool ist, wenn ich das so in diesem Stil aufziehe, ne? Das Ganze wird natürlich am Ende auch mit Dementoren eingerichtet. Also ich werde das Azkaban mit Dementoren bauen und nicht mit Auroren, weil ich persönlich finde, dass Dementoren-Azkaban irgendwie reizvoller und cooler. Vor allem, weil wir dann das Ganze auch richtig abgefuckt bauen können mit Spinnenweben überall. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Auroren, wenn sie dort arbeiten als Wachen, dass sie das genauso abgefuckt aussehen lassen wie die Dementoren damals. Deswegen will ich die Dementoren-Version umsetzen, weil ja, wir das Ganze dann sehr abgefuckt bauen können. Wie gerade schon gesagt, ne? Und dann werden wir natürlich auch Gefangene da reinsetzen. Wir werden richtige Zellen bauen. Wir werden ja, eine Küche werden wir auch bauen, weil die Dementoren haben ja auch für die Gefangenen gekocht. Ja, no joke, Leute. Die haben wirklich dafür gekocht. Und ja, all das, Leute, wird umgesetzt. Und ich glaube, da wird sehr viele spannende Bereiche geben. Auch wenn vielleicht der ein oder andere jetzt so denkt, ja, Azkaban ist ja eigentlich nur so ein symmetrisches Gebäude. Gerade hochgezogen, ohne viel Profil. Ist ja jetzt nicht so die größte Spannung dahinter. Ich kann die Bedenken da verstehen, aber Leute, ich glaube, Azkaban wird vor allem in Sachen Inneneinrichtung unglaublich spannend und wir werden auch einen Friedhof bauen, weil Azkaban hatte auch einen hauseigenen Friedhof und ja, Leute, das wird Togo, das wird richtig Togo, ich freue mich da auch schon sehr drauf und glaube, dass die Idee auch die beste ist, die da überhaupt, nein, das war knapp, Leute, das war sehr, sehr knapp gerade, ja, wie komme ich jetzt hier wieder raus, hallo, ja, wir müssen mal kurz hier durch, gut, dass wir hier schon einen Durchgang gebaut haben. Eieieiei, das war jetzt echt, bedenklich. Ja gut, ich hätte jetzt gleich in die andere Richtung laufen sollen, das wäre praktischer gewesen. So. Gut, dass wir nicht gestorben sind. Ja, den tue ich jetzt auch direkt wieder dahin, weil das riskiere ich nicht. Gut. Wie weit ziehe ich das eigentlich? Das ist jetzt die nächste Frage. Ich mache jetzt erstmal so ein bisschen. Ja, das passt. So. Ja, und dann da oben kommen dann Cables drauf.
So, und dann natürlich noch die Half-Slaps, aber das machen wir dann gleich. So, ja, dann ziehe ich das nochmal ein bisschen weiter. So. Wird, denke ich, am Ende auch sehr spannend aussehen. Wobei, ob ich die Mauer wirklich bis zum Ende durchziehe, ich weiß es nicht so genau gerade. Ach, wir gucken einfach mal, Leute. Wir gucken jetzt einfach mal und entweder sieht's gut aus oder es sieht eben nicht gut aus. Und dann ändern wir es halt wieder. Ganz einfach. So, das muss jetzt auch nochmal entfernt werden, weil jetzt bekommt das Dach hier quasi seinen Übergang. Oh Mann, das wird tricky jetzt werden. Und jetzt bin ich auch gerade sehr froh, dass die Dächer bei uns immer zwei Steine dick sind, weil jetzt muss ich hier nicht irgendwie darauf achten, dass ich nicht runterfalle, sondern darunter ist einfach direkt nur eine Steinschicht, was mir die Sache gerade ein bisschen erleichtert. Aber nur ein bisschen. So. Ja, ich mache die Decke jetzt einfach mal richtig fett. Es war eine Steinverschwendung, aber Leute, wir können es uns leisten. Wir können es uns leisten. So. Und da nochmal. So. Gut. Und dann müssen wir jetzt noch das hier entfernen. Und ja, damit wäre das Dach an dieser Stelle schon verschmolzen. Jetzt lassen wir das noch hier verschmelzen. Das hat auch funktioniert. Und dann natürlich nochmal an dieser Stelle hier. Okay, jetzt ist das Dach hier zumindest keine zwei Steine dick. Alles klar. Aber es funktioniert. Es funktioniert, Leute. Ja, dann geht's jetzt hier weiter. Das nehme ich nochmal kurz weg. So. Na, das wollte ich eigentlich nicht wegnehmen. So. Gut, dann kommt das hier drauf. Oh, es wird schon wieder dunkel, Leute. Einmal Zeitumkehrer, ahoi. Sehr gut. Und dann so, 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 so. So, so. Und jetzt müssen wir noch die allerletzte Schicht, denn hier findet jetzt der Übergang statt. So. Und dann nochmal hier die Treppen. Wundervoll, Leute. Wunder, wunder, wundervoll. Jetzt noch die allerletzte hier. Zack, zack. Und Stein, 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 Stein. Und Treppe, 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 Treppe. So, hier könnte man eventuell jetzt auch noch mit Treppen arbeiten. Das würde zumindest Sinn machen. Stacken die sich dann? Das ist die Frage. Ich glaube, man kann es provozieren. Wartet mal. Ja, genau, wenn man jetzt... Oh, nice, Leute. Das ist cool. Das gefällt mir richtig gut. Ja, geil. Ich glaube, das könnte wirklich besser aussehen als erwartet. Also, heute ist echt ein guter Bautag. Die Dinge, die ich baue, sind alle besser als gedacht. Also, bei dem hier weiß ich es jetzt natürlich noch nicht genau, aber ich habe zumindest das Gefühl. Ich habe zumindest das Gefühl. So. Stein, 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 Stein. Ja gut, jetzt hätte ich mal hier gucken. Wartet, so. Ach Quatsch, da kommen ja die Treppen hin, nicht Esel. Ah, konzentriere dich, Daniel, du schaffst das. Komm schon. So. Na, die habe ich nochmal falsch rumgesetzt. Ja, da noch natürlich. Und hier läuft das. Und jetzt noch hier an dieser Stelle. So, ich hole mir da noch mal ein paar wieder. Die werden wir später natürlich wieder zurückholen, Leute. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir die da irgendwie verrotten lassen. Später müssen wir ja die Inneneinrichtung von der Mauer hier machen. Und dann kriegen wir die spätestens wieder. Allerspätestens. Weil ich brauche die ja selber. Ohne Ende. So, jetzt kommt noch das hier weg und das hier weg und das 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 und das. So. Mein Magen knurrt auch gerade schon im Real Life, das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass ich gleich etwas essen muss, ne? Einleuchtend. So, Leute, ah ne, da noch, schade, ich dachte gerade, wir können jetzt endlich gucken. Mann, oh, ich will jetzt endlich gucken, wie das aussieht. Mano. So, jetzt komm. Also, Stein, 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 Stein.
So. Ist das jetzt soweit richtig oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Wir gucken mal von oben, Leute. Da ist irgendwie ein Denkfehler. Oder ist da der Denkfehler? Also es ist nicht symmetrisch. Irgendwo haben wir einen Fehler. Ich glaube, der Fehler liegt darin, dass diese Treppe oder... Ach nee, das sind gar keine... Ah! Ich verstehe. Naja, das ist dann natürlich was anderes. So, und jetzt gucken wir nochmal. Ja, jetzt sieht's, glaube ich, schon symmetrischer aus, aber kann auch sein, dass ich einen Knick in der Optik habe, Leute. Deswegen guckt mal bitte mit rüber, Leute. Aber ich meine, ja, kann man machen. Und jetzt seht ihr, was ich mit Übergang meinte. Sieht halt einfach so zusammenhängend aus. Und das ist zwar nicht originalgetreu, aber meine Interpretation, und ich finde sie auch nicht schlecht, und würde es jetzt auch erstmal so lassen. Genauso wie den Brunnen. War ja auf jeden Fall mal eine ertragreiche Folge vom Baugeschehen zumindest her. Und ich denke, ich habe auch alles Wichtige zu LBA gesagt. Wie gesagt, nochmal ganz kurz zusammengefasst. LBA beginnt am 14. April um 14 Uhr. Wird dann bis LBH 1000 am 5. Mai um 20 Uhr kommt auch erstmal im LBH-Rhythmus weitergeführt. Und wie es danach weitergeht, das werdet ihr dann noch erfahren. Ich werde es natürlich weitermachen, aber weiß noch nicht genau in welchem Rhythmus. Und genau, schreibt euch noch auf den Kalender LBH 1000 am 5. Mai um 20 Uhr. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr bei der Premiere am Start seid und wenn ich euch da sehe. Und in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Macht was draus und bis zur nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Ciao zusammen.